Wir sind mal wieder auf dem Wasser unterwegs und haben heute Gäste dabei. Und zwar die liebe Kerstin und der Gerd. Der ist ja gerade fleißig am Tüdeln, der macht einen neuen Köder dran. Wir sind heute auf Hecht unterwegs. Ob am Fluss, am Meer oder Teich, der Angeln ist gar nicht so leicht. Und weil man das nicht einfach so kann, lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. So viel auf dem Boot, alle haben genug Platz. Wir haben mitgemacht und zwar beim Bellyboot-Turnier Stettin. Die haben nämlich eine Versteigerung gemacht für einen guten Zweck. Und die Kerstin, die hat fleißig mitgeboten. Und deswegen ist sie heute hier an Bord. Denn sie hat dafür geboten, eine Tour mit uns beiden plus Videodreh. Und ja, das machen wir heute. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht nur beim Angeln bleibt, sondern wir wollen auch Fisch haben. Mal gucken, ob es klappt. Was sagt der Mann? Klappt es heute? Wir geben uns Mühe. Wir wollen ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Kerstin, erzähl mal, wie bist du denn zum Angeln gekommen? Durch jemanden, der angelt. Angeln tue ich seit 2015. Ja, 15 habe ich den Schein gemacht und ja, und dann habe ich mich so langsam mal probiert. Ja. Und hatte dann immer jemanden, der mich sozusagen so ein bisschen mitgenommen hat. Ja. Und mein Onkel, der angelt natürlich schon viel, viel länger. Und ja, und jetzt gehen wir auf. Wo ist der Fisch hinterher? Der Gerd hat Nachläufer hier, einen nach dem anderen. Man sieht noch die Welle. Wir haben gerade mal für die Gäste ein bisschen Aquarium gemacht und sind ins Flache gefahren. Und haben ein paar Brassen und ein paar Karpfen beobachtet. War ganz schön. Wir haben absolute Windstille. Wir haben nicht ein bisschen Welle, wir haben Sonne. Und Ostwind und steigenden Luftdruck vom Tiefdruckgebiet. Also es ist mega heute. Tolle Bedingungen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, der weiß, was ich damit meine. Aber wir geben uns Mühe. Wie jeden Tag. Seit wann angelst du denn, Gerd? Anfang der 70er Jahre. Und schon richtig erfolgreich gewesen? Ja. So ganz große sicherlich nicht, aber gute waren bei. Dein Lieblingsfisch? Also alles, was auf dem Meer ist. Also Dorsch, Rotbarsch, Pollack. Also eher so Norwegen-Angler? Ja. Schön. Das machen wir seit. Meine erste Norwegen-Reise war nach der Wende 1990. Und seitdem jedes Jahr. Beides gute Angler hier an Bord. Jetzt fehlt nur noch der Hecht. Noch mal zu provozieren. Kannst sie aber auch super lange stehen lassen. Ja. Das heißt, der Hecht hat genug Zeit, den in seinem Sichtfeld zu sehen. Mhm. Und wenn du ihn dann anzupfst, dann hast du oftmals noch den Biss, den du eigentlich willst. Ne? Ja. Ja, ich ja auch. Und auch die Werfer. Wir werfen und werfen und werfen und werfen. Wir schleppen nicht oder so. Genau. Wir werfen. Oh. Biss? Mhm. Auf den goldenen schon wieder? Oh ne, ich nehme Handschuh. Das ist der Tüdel, der Kleine. Muss ja nicht sein. Juhu! Wer hat mal wieder den ersten Fisch? Der Happy. In die Welle gefahren und bupp, da haben wir ihn. Ein bisschen grün-gelb. Ja. Sieht gut aus. Ein bisschen zappig. Fisch on! Jetzt haben wir endlich Welle, ein bisschen Wind und schon beißen die Hüfte. Bin mir nicht sicher, könnte so einer sein wie Robin oder ein bisschen besser, oder? Ah, ne. Lüttenjung? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Irgendwie steht er ganz schön. Der hat noch nicht gescheckt, glaube ich, dass er dran ist. Aber ein großer ist es jetzt nicht. Ich glaube. Ne? Guck mal, jetzt steht er. Ich glaube, das ist so gut, dass er wieder schlägt. Der hat irgendwie noch nicht gescheckt, dass er dran ist. Kannst die Rute gleich in Aktion sehen. Großer. Ja. Ihr angelt schön weiter, ne? Ist gut. Kann er vielleicht ein Doppel drin.
Oh, schön straff halt die Schnur, ne? So groß. Der hat sich nur schwer gemacht. Oh, da. Guck mal, wie die Rute arbeitet. Geil, ne? Geiler Fisch. Oh, bitte geh da nicht ab. Ja, auf sich hat er aber auch gut. Guck mal, wie die Rute arbeitet. So muss das. Wuhu! Das macht Spaß. So, jetzt ganz schnell über den Ketter. Komm, mach! Da ist er! Mit dem Film zusammen. Das wird total verwackelt. Das ist aber ein Klopper. Alter. Ja, Anni? Schön. Was ein Klopper. Und wie ich erst gesagt habe, oh, ist der klein oder ein richtig schöner. Und zu groß zum Mitnehmen, der hat Übermaß. Ihr wisst ja, wir haben ein Zwischenmaß und deswegen Küssi ans Fischi und er darf zurück. Da ist er schon weg, abgetaucht und hat mich einmal voll erwischt. Nee, mit Wasser in den Augen. Petri Schatz. Danke. Geiler Fisch. Das liegt an diesem wunderschönen Schmuck. Habt ihr den schon gesehen? Mein neuer Glücksbringer. Angel-Anni-Schmuck. Bald auch im Shop erhältlich. Alle so auf 3,5 Meter hinterher. Und da muss natürlich auch der Köder denn hin. Ne? Weil was bringt ihr da, wenn der... Die Frau hat alles mit. Ja, voll Aussicht hat. Wie schön ihre Schuhe zu unseren Stickern passt. Flott. Hier, wenn du den hier unten rein musst, ja? Darauf achten auch nur Frauen. Wir machen gerade Päuschen. Es ist so super warm, windstill. Wir können froh sein, dass wir 2 Hechte noch gekriegt haben. Mal gucken, ob jetzt nochmal was beißt. Und ich noch meine Unterwäsche, meine lange. Relativ an den Kopf gerickt werden die Köder, ne? Gerade bei so weit hier. Erstmal vertüdelt sich der olle Schwanz denn nicht so dran, ne, Gerd? So, jetzt knüppern wir den hier noch einmal zusammen. Knüppern wir hier noch ein bisschen die Haken an. Der sieht ja geil aus. Guck dir den mal an. Würdest du nicht als Fisch sagen, ja, genau, das ist es? Also ich würde sofort. Ja, also ich würde auch drauf beißen. Ne? Zieh durch, jetzt fang den. Mein Angel ist ein Gourmet. So, ich düse jetzt vom Bord. Ihr bleibt noch alle da. Wir hatten aber jetzt zu viert schon einen richtig schönen Tag, richtig schönen Fisch. Robins Fisch war auch okay. ja, ich muss jetzt runter. Ich habe nämlich jetzt gerade die nächste Tour. Und Robin zieht jetzt noch durch mit den Gästen und mal schauen, ob die noch was kriegen. Was glaubt ihr? Seid ihr motiviert? Immer, immer. Die Motivation beginnt jetzt. Sehr gut, also ihr merkt, wenn Anni vom Bord geht, dann geht bei, sag mal schnell, bei Gerd die Motivation los. Also ich war der Einzige, der motiviert war. Ich habe alleine durchgearbeitet. Ist so. Wir haben Pause gemacht und Gerd hat völlig durchgezogen. Aber wir haben so viele Fische gerade auch auf dem Echolot. Und mittlerweile bin ich sehr zufrieden. Die holen wir uns noch. Ich wette, es knallt gleich richtig und ich bin am Land. Naja, mal schauen. Ich wünsche euch dann noch viel Erfolg. Falls Robin den Schluss vergisst zu drehen, ne, sage ich jetzt schon mal alles in der Videobeschreibung. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber ich denke mal, Robin kriegt das hin. Kamera lasse ich nämlich an Bord. So. Ja. So ist das. Die Schlussszene. Die jetzt. Schlussszene kommt jetzt. Direkt draufgehalten. Wir sind ganz genau. Wir sind zurück. Das Boot ist schon geslippt. Und wie ihr gesehen habt, kam nichts mehr mit Fisch, denn es war heute schwer und zäh. Aber hat es euch trotzdem gefallen? War sehr, sehr schön. Sehr schön. War sehr schön. Schöner Tag. Wir kommen wieder. Hat Spaß gemacht. Ja. Auch mit euch. Das ist schön. Das und ich war noch dabei, als es so schön sonnig war. Denn jetzt ist es ganz schön kalt geworden, ne? Ja. Seid ihr durchgefroren? Ich nicht. Ein bisschen. Klein bisschen. Schön in Aktionen gesehen. Perfekt. Nimm's gleich mit. Andersrum. Nee, lieber richtig. Richtig rum. Ja, perfekt. Hast du reingeguckt, dann die gutes Jahr.
Die ist gut. Ob sie das ich ist weiß oder ja, ob wo ihr wohnt. Ja. Super, dann sagen wir. Ja, aber trotzdem geiler Tag, ne? Wir sagen Adieu mit Ö und aber trotzdem geilig mit Happy End, würde ich sagen. Ich kann mich nicht beklagen. Also 90 plus Licht. So, wir sagen tschüss. Wie immer, alle Links und so weiter in der Videobeschreibung. Und wir sagen tschüss, vergesst nicht, Küssi ans Fischi und bis zum nächsten Mal. Tschüss.